Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und wir wollen uns heute mal über das Thema Long Straddle unterhalten. Was ist ein Straddle? Was ist ein Long Straddle? Und wann funktioniert ein Long Straddle? Also wann könnt ihr das Ganze einsetzen? Und das alles und mehr wie immer jetzt im Video. Warum komme ich jetzt gerade auf das Thema Long Straddle? Der Grund liegt darin, es gab in den letzten Tagen, Wochen immer mal wieder Ereignisse, wo der Einsatz von Long Straddles extrem erfolgreich gewesen wäre. Und wie immer, wenn mal was besonders funktioniert, wird das natürlich dann durch verschiedene Medien auch dargestellt, ne? Dass der eine sagt, hey, hier mit einem Long Straddle ganz, ganz viel verdient. Und dann bekomme ich natürlich immer sehr viele Anfragen, also entweder hier in den Kommentaren, über Instagram, auf Facebook, per E-Mail, wo dann Zuseher fragen, Mensch Jens, erklär doch mal, wie funktioniert eigentlich so ein Long Straddle? Worauf muss ich achten? Wann kann ich ihn einsetzen? Und deswegen machen wir das heute mal. Wir schauen uns heute mal an, wann ein Long Straddle erfolgreich ist und wann er auch nicht erfolgreich ist. Klären wir erstmal ganz kurz den Begriff, was ist denn überhaupt ein Straddle? Ihr kennt alle das oder die Strategie Strangle. Und ein Strangle bedeutet ja, wir haben jetzt beispielsweise hier einen Kurs und ihr sagt, okay, ich verkaufe einen Call bzw. ich verkaufe einen Put jeweils aus dem Geld, also oberhalb und unterhalb des aktuellen Preises. Und wenn man eben diese Optionen verkauft, dann ist das ein sogenannter Short Strangle. So. Das kann man aber natürlich auch umgekehrt machen, dass man sagt, okay, man kauft diese Aktien, oder beziehungsweise nicht die Aktien, sondern die Optionen, und dann hätte man einen Long Strangle. So, das ist aber kein Straddle, sondern ein Straddle bezeichnet eigentlich immer eine Strategie, wo die Optionen am Geld gekauft werden. Ne? Also ganz wichtig, Straddle, das ist ein Doppel-T geschrieben, at the money Optionen. So, das heißt also, du würdest hier einen Call und einen Put, ja, und jetzt kommt es darauf an, entweder kaufen oder verkaufen. Wenn wir die Optionen verkaufen, ne, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Prämieneinnahme, das ist ganz klar, weil natürlich hier in dem Bereich die Prämien am Geld am höchsten sind. Und das heißt, wir würden sehr viel Prämie einnehmen, aber wir haben dann quasi so ein relativ enges Zelt, wo es sich hinbewegen darf. Wir wollen ja aber heute über den Long Straddle sprechen. So, das heißt also, wenn ich einen Call und einen Put kaufe. Und damit haben wir auch schon mal eine erste Definition. Immer wenn wir Optionen kaufen, ist eine Strategie so gestrickt. Nämlich erstens, wir haben ein klar definiertes Risiko. Also wenn wir jetzt sagen, diese beiden Optionen zusammen kosten von mir aus $1,000, dann kennen wir unser Maximalrisiko. Nämlich, wir können maximal diese eingesetzten $1,000 verlieren. Mehr können wir nicht verlieren. Das heißt, das ist auch ein Trade, wenn morgen die Welt untergeht, passiert nichts. Okay? Du verlierst deine $1,000, die Welt ist untergegangen, aber du bist noch da. Vielleicht nicht, aber ihr wisst, wie ich das meine. So, also das heißt, definiertes maximales Risiko. So, das ist natürlich schon mal eine tolle Sache. Wie verdient das Ding jetzt aber Geld? Weil wenn ich einen Put kaufe, wenn ich einen Call kaufe, es kann sich doch nur in eine Richtung bewegen. Ne? Und genau das ist der Punkt, nämlich, dass man sagt, es muss sich bei einem Long Straddle in eine der beiden Richtungen extrem bewegen. Der Preis kann sich ja nicht gleichzeitig in die eine oder andere Richtung bewegen. Ne? Das heißt, entweder es geht stark nach oben oder es geht stark nach unten. Und die Idee dahinter ist halt, dass man sagt, okay, der, machen wir mal so, der Preis würde jetzt sehr, sehr stark ansteigen. Ne? Wie gewinne ich dann? Dann verdiene ich natürlich hier auf der Seite. Und die Idee ist jetzt einfach, dass ich hier so viel verdiene, dass der Put, den ich hier unten gekauft habe, der dann Verlierer wird, dass der Gewinn hier oben größer ist als der Verlust in dem Put. Und wenn es nach unten geht, genauso. Das heißt also, ein Long Straddle ist auch richtungsneutral. Es ist vollkommen egal, ob der Preis nach oben geht oder ob der Preis nach unten geht. Das spielt in dem Falle keine Rolle. Bevor jetzt aber alle losrennen, das Video ausmachen und sagen, ab sofort nur noch Long Straddles, müssen wir natürlich überlegen, wie muss sich denn der Preis bewegen, dass sich das Ganze rechnet. So, und jetzt machen wir mal ein ganz simples, einfaches Beispiel. Ihr wisst, dass diese Beispiele immer theoretisch sind, aber nichtsdestotrotz, um es zu verstehen, machen die Sinn. Also stellt euch Folgendes vor. Hier habt ihr, wir nehmen mal eine andere Farbe, wir haben hier den Kurs und jetzt sagen wir kaufen einen Call, der kostet $500.
und wir kaufen einen Put, der kostet auch $500. Das bedeutet also, in Gänze haben wir hier $1000, einen sogenannten Debit. Wir haben Geld ausgegeben. Debit. Ein Debit Spread. So, und was muss jetzt passieren? Und da seht ihr jetzt schon mal in dem Beispiel, da muss ganz schön was passieren. Denn wir wissen ja, dass wir, wenn sich es nach einer Seite bewegt, auf der anderen Seite Geld verlieren werden. Und wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, um die andere Seite jeweils, wenn wir davon ausgehen, die andere Seite wird ein Totalverlust, ne? Stellen wir das jetzt mal so jetzt in den Raum, die andere Seite wird ein Totalverlust, dann muss ich die Seite, die gewinnt, mehr als verdoppeln. Ne? Das heißt also hier, entweder werden hier 1100 daraus oder hier werden 1100 daraus, aber es muss sich was bewegen, weil ich muss ja diese $500 der Seite, die ich verliere, müssen ja ausgeglichen werden. So, und das geht nur, wenn zwei Dinge passieren. Punkt Nummer eins, es muss Bewegung in das Underlying kommen. Und zwar richtig Bewegung. Ne? Also muss richtig was passieren. Da muss es richtig nach oben knallen, richtig nach unten. So ein kleiner Pippus hier nach oben oder unten spielt da keine Rolle. Es muss richtig Dampf darauf sein. Und auf der anderen Seite, was wäre auch noch optimal? Es wäre noch optimal, wenn sich die Volatilität bewegen würde, und zwar richtig nach oben. Ne? Also wenn sich die Vola nach oben bewegen würde, wäre das auch sehr gut. Warum? Ich bin Long Vega, ich habe Optionen gekauft, ich bin Long Vega, und das bedeutet, die Optionen werden mehr wert. Selbst die, die verliert, bekommt durch den Vega-Anstieg oder durch den Anstieg der Volatilität, ist ja kein Vega-Anstieg, sondern Anstieg der Volatilität, bekommt sie ein bisschen mehr Gehalt, das heißt, ich verliere dann nicht so viel. So. Und wann wird jetzt so ein Long Straddle eingesetzt? Long Straddles werden zum Beispiel extrem gern eingesetzt bei Earnings. Ne? Weil man sagt, okay, wenn jetzt die Earnings in irgendeiner Art und Weise überraschen, also wenn es jetzt plötzlich eine Gewinnüberraschung gibt, nach oben oder unten, spielt keine Rolle, und es kommt wirklich richtig Bewegung rein, dann hast du hier natürlich super viel Spaß. Mal zwei Ereignisse der letzten Zeit, wo das sehr gut funktioniert hätte, das wäre natürlich beispielsweise Facebook gewesen. Facebook Gewinne wachsen nicht mehr so wie erwartet. Die Aktie 20% runter. Für einen Long Straddle traumhaft. Der Put explodiert. Der Call verliert, spielt aber keine Rolle, weil der Put so viel mehr war. Ne? Zweites Beispiel, Netflix, auch in diesem Jahr Earnings nicht überzeugend. Ne? Netflix rauscht an dem Tag, ich glaube, 15% runter. Und dann ist hier sowas super. Ne? Dann ist das phänomenal. So. Was ist immer das Problem bei Straddles? Ne? Jetzt könnte ja der eine oder andere sagen, hey, ich setze einfach vor jedem Earnings einen Straddle auf, und wenn eben keine Überraschung kommt, dann habe ich ja, ich mache das einen Tag vorher, dann kommt keine Überraschung, und dann mache ich das Ding wieder zu, habe ich doch kaum Zeitwertverlust, müsste ich doch gleich wieder rauskommen. Stimmt nicht. Warum nicht? Weil du wirst natürlich am meisten Erfolg haben mit so einem Straddle, wenn der sehr Vola-sensitiv ist und auch vielleicht sogar noch Gamma-sensitiv. Das heißt, wenn die Bewegung wirklich sich auszahlt. Das heißt, du musst eine relativ kurze Restlaufzeit nehmen. Und wenn du eben jetzt beispielsweise sagst, du machst vor, wir hatten kürzlich so ein Ereignis, Apple. Ne? Vor einigen, zwei, drei Wochen her hat Apple seine neuen iPhones vorgestellt. So, und das ist für viele ein Ereignis, wo sie Straddles darauf gesetzt haben. Sagt, hey, ich kaufe ein Straddle vorweg, weil wenn da was Sensationelles kommt oder auch nicht Sensationelles, dann gibt es Bewegung. Was ist passiert? Es ist nichts passiert. Ne? Das waren alle, haben gesagt, hey, super, tolle iPhones, alles klasse, aber der Preis hat sich kaum bewegt. Was ist aber passiert? Und das kann dir bei Earnings natürlich genauso passieren. Earnings-Termin, was passiert vorher mit der Vola? Steigt tendenziell an. Jetzt kommt das Ereignis, es gibt keine Überraschung, es ist alles okay, der Preis wird sich hier kaum bewegen. Das heißt, du verlierst gar nicht so wahnsinnig stark in diesen Optionen als solches. Aber was wird passieren? Zack, Vola Crash. Ne? Die Vola geht natürlich sofort runter. Und das heißt, auch dann hast du natürlich hier mehr bezahlt, als du dann am nächsten Tag erlösen kannst. Und deswegen, du verlierst vielleicht nicht diese $1000, die du eingesetzt hast, aber dann doch substanziell. Und deswegen brauchst du, damit Straddles funktionieren, musst du aus meiner Sicht heraus zwei Dinge machen. Erstens, du kannst nicht pauschal in jede Earnings hinein Straddles machen, weil wenn du das in Aktien machst, wo nichts passiert oder wo voraussichtlich auch nichts passiert, ne, ist das rausgeschmissenes Geld. Es ist natürlich aber auch so, dass gerade bei den Aktien, wo man annimmt, es passiert nichts, wenn dann mal was passiert, dann ist
die Veränderung extrem groß und dann ist es natürlich spannend. Das heißt, ihr seht schon, wie schwierig das ist. Nehme ich die Aktie oder nehme ich sie nicht? Alle pauschal kann ich nicht nehmen, ich habe zu viele Verlierer dabei. Was du aber eben machen kannst, ist, dass du einfach sagst, okay, ich konzentriere mich einfach auf heiße Wetten. Ne? Ich konzentriere mich auf heiße Wetten. Das heißt also auf Aktien, die zum Beispiel sehr hoch bewertet sind. Aktien, die extreme Erwartungshaltungen haben. Manchmal auch extrem negative Erwartungshaltungen. Da ist das eben schon häufiger gegeben, dass sowas ist. Und das Zweite, was dennoch aber gilt, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache mal 2, 3 Long Stretches und dann schaue ich mal, was rausgekommen ist, sondern du musst hier nach dem Gesetz der großen Zahlen eine bestimmte Anzahl durchhandeln. Der Aktionär hat ja kürzlich im Grunde genommen sowas gemacht mit seinem, ich glaube, das hieß Super Deals oder Super Trades oder irgend sowas. Was haben die gemacht? Die sind hergegangen, haben sich ganz einfach 10 Aktien herausgesucht vor den Earnings, haben geschaut, okay, wie könnten die sich bewegen, und die haben natürlich dann heiße Aktien genommen. Ne? Die haben sowas genommen wie Tesla, wie Twitter und so weiter und so fort und haben dann im Grunde genommen nichts anderes gemacht als über Zertifikate zwar, aber die haben im Grunde nichts anderes gemacht als Long Stretches aufgesetzt. So, 10 Stück, dann hatten sie 2, 3 dabei, mega Gewinner, und die anderen 7 wurden, naja, nix. Ne? In der Gänze hat das aber super funktioniert. Und das Problem, was du dabei hast, könnte sein, ich suche mir von den 10 Trades 2 aus. Und wenn du Glück hast, dann hast du 2 Supergewinner dabei. Dann hast du dein Depot verdoppelt. Wenn du Pech hast, hast du genau die 2, wo nichts passiert, und du hast verloren. Ja? So. Und das heißt also, du brauchst hier schon ein bisschen Stückzahl, damit du ein Ergebnis bekommst. Wer das aber macht, wer sich darauf konzentriert, du brauchst ein bisschen ein Händchen für die Aktien, dann ist das eine tolle Strategie, ne? Weil man vor allem hier einen garantiert überschaubaren Verlust hat. Also machen wir mal das Beispiel, du würdest dir 10 Trades raussuchen und setzt in jede $1,000 ein, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, vielleicht sind es auch nur 500, das weiß ich nicht, aber sagen wir mal $1,000, dann weißt du eben, hey, im schlimmsten Fall sind $10,000 weg, mehr kann nicht passieren. Ne? Das mag jetzt für jemanden, der ein 10.000er Konto hat, eine Katastrophe sein. Jemand, der ein viel größeres Konto hat, da spielt das vielleicht nicht so die Rolle. Aber das ist eine relativ gute Idee, was man da machen kann. Ihr seht also, ihr müsst bei solchen Strategien, egal was es ist, in dem Fall war es eben jetzt mal der Long Straddle, ihr müsst ein bisschen dahinter schauen. Ne? Ihr müsst schauen, okay, warum funktionieren die? Wann funktionieren die? Und trotzdem kann man es nicht auf einen einzelnen runterdrücken, ne? Sondern du musst immer sehen, Gesetz der großen Zahlen, eine Strategie, die funktioniert, die kann auch mal 10 Trades hintereinander nicht funktionieren. Die kann auch mal ein halbes oder ein Jahr lang nicht funktionieren, aber wenn die 10 Jahre lang, 9 Jahren super Gewinne bringt und eine mal nicht, ist das eine tolle Sache. Und viele Anleger haben einfach das Problem, dass sie zu schnell aufgeben. Ich thematisiere das ja auch immer mal in dem Kanal hier. Ne? Sie geben zu schnell auf. Sie sagen, ah, das hat jetzt nicht funktioniert, jetzt mache ich das nicht mehr. Weil sie vielleicht entweder nicht ganz verstanden haben, warum das langfristig funktioniert und sie einfach vielleicht nur in einem schlechten Moment reingekommen sind. Oder aber B, weil sie zu ungeduldig sind und sagen, ich will schnelle Erfolge haben. Ne? Und schnelle Erfolge, das hat eben auch sehr viel mit Glück zu tun. Und wer aber sagt, hey, ich möchte meine Investments, ich möchte meinen Optionshandel unabhängig vom Glück haben, der muss eben Strategien suchen, die er systematisch handelt, immer wieder und die dann auch entsprechend Sinn machen. Das heißt, Long Straddles brauchst du auch nicht in einer Periode aufzusetzen, wo keine Earnings kommen. Das heißt, du brauchst den Katalysator. Das könnten jetzt zum Beispiel Earnings sein, es können auch andere Dinge sein. Ne? Das machen manche Leute auf Währungen, manche auf Zinsen, wenn Notenbanksitzungen sind und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt viele Ideen. Aber du musst es eben durchdenken. Du brauchst einen Katalysator, das Ding muss abgehen und dann hast du mit dem Long Straddle gute Chancen. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video wieder ein bisschen mit für euren Handel rausnehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg im Optionshandel. Bleibt hier dabei. Viel, viel Content. Wir haben heute geplant schon die quasi so die Videothemen der nächsten 3 Monate. Ganz viel Content kommt da. Ne? Ich freue mich darauf. Und wenn ihr Fragen habt, wenn euch Strategien interessieren, wenn euch Themen interessieren, das ist der richtige Punkt. Schreibt ihr unten in die Kommentare. Nutzt das, weil ihr merkt, ganz häufig, eure Fragen sind die Inhalte dieses Kanals. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Bewerten dieses Videos. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.